Dem US-Militär ist in der Nacht nach eigenen Angaben ein wichtiger Schlag im Kampf gegen den internationalen Terrorismus gelungen. Bei einer Militäraktion sei der Anführer der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden, bestätigte Präsident Biden. Der Angriff erfolgte im Nordwesten Syriens in der Region Idlib. In Adme waren US-Spezialeinheiten mit Hubschraubern gelandet und anschließend auf das Haus des IS-Anführers vorgerückt. Wie heftig die Explosion war, wird bei Tag ersichtlich. Das Haus des IS-Anführers Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi teils eingestürzt. Nach US-Angaben soll er selbst eine Bombe gezündet haben, als US-Spezialeinheiten in der Nacht anrückten, das Haus angriffen. Wir hörten den Beschuss. Es wurden Schüsse abgefeuert von Hubschraubern, aus Maschinengewehren. Von einem längeren Kampf ist die Rede. Mindestens 13 Menschen sollen ums Leben gekommen sein, auch Frauen und Kinder. Unter ihnen laut US-Angaben Familienmitglieder al-Qurashis. Der war im Herbst 2019 an die Spitze der Terrormiliz Islamischer Staat gerückt. Präsident Biden, der den Einsatz mit Vizepräsidentin Harris im Weißen Haus verfolgte, sagte, er habe die Operation angeordnet, um das amerikanische Volk und die Verbündeten zu schützen. Er war die treibende Kraft hinter dem Genozid an den Jesiden im Irak im Jahr 2014. Wir erinnern uns noch alle, wie ganze Orte ausgelöscht wurden. Dank unserer tapferen Truppen ist dieser schreckliche Terrorist jetzt tot. Zuletzt war die Terrormiliz IS in Syrien wieder aktiver, hatte unter anderem dieses Gefängnis tagelang attackiert. Der Angriff der USA auf den IS-Anführer jetzt, wohl auch eine Reaktion auf dieses Wiedererstarken.